Die Regierung ist scheiße, so auf Deutsch gesagt. Also sie muss definitiv weg, also egal ob rot, gelb oder grün, sie werden sich nicht einig. Sie sind, bei Koalitionsverhandlungen damals waren sie kurzzeitig zusammen, danach ist alles auseinandergebrochen, Deutschland bricht auseinander, die Wirtschaft bricht auseinander, namenhafte Firmen geben den Geist auf, also wirklich Firmen, die ich schon seit Jahrzehnten kenne, mit denen ich groß geworden bin, die können nicht mehr irgendwie existieren, die verlassen Deutschland, die wandern ins Ausland ab und es darf es alles nicht sein. Also im Endeffekt, so ein Habeck, so ein Märchenerzähler, der sollte Märchen schreiben und sollte den Rest einfach Leuten überlassen, die es können, oder? Es ist wirklich beängstigend, ne? Wie schnell das jetzt geht. Ja. Also Industriestandpunkt Deutschland ist bald Geschichte. So. Ich wollte gerade sagen, vor drei Jahren waren wir noch auf Platz 3 oder 4, wenn ich meine 4. Ja, mittlerweile sind wir, glaube ich, auf Platz 29 und... Erleben Sie Ihr grünes Wirtschaftswunder, ne? Ja, immer mehr Unternehmen sagen, ja, wir haben da jetzt nicht mehr so wirklich Bock drauf und wir ziehen ab ins Ausland. Weil sie es nicht da leisten können, das ist halt eben die Sache. Und im Endeffekt, wenn dann da Leute ihren normalen Standard nicht mehr halten können, weil die Haltungskosten hier explodieren, weil man irgendwo überall die Daumenschrauben ansetzt, weil man überall dementsprechend, Energie, man hat ja überall Krise, es ist ja egal, wo man hinguckt, egal, ne, was ein Betrieb zum Produzieren braucht, es ist unbezahlbar geworden und das ist halt eben die Sache. Da würde ich, wenn ich ein Unternehmer wäre, würde ich auch Deutschland verlassen. Was bleibt mir denn? Im Endeffekt bleibt mir ja nur die Möglichkeit, wenn ich weiterhin produzieren will, vernünftig produzieren will, für einen vernünftigen Kosten-Nutzen-Faktor, dann wandere ich ab. Ja. Und das ist halt eben, das darf nicht sein. Im Endeffekt, hier werden die ganze, also Deutschland wird, wenn es noch weiterhin so geht, wird Deutschland im Jahr komplett kaputt sein. Es wird so zusammengebrochen sein, dass wir uns wirtschaftlich so weit ins Ausgeschossen haben, dann ist der Drops gelutscht. Das ist jetzt schon bei vielen so. Würdest du dir Neuwahlen wünschen? Ja, auf jeden Fall. Habe ich mir vor einem Jahr schon gewünscht. Also direkt. Aber das ist halt eben, die müsste man mit dem Schuhlöffel aus ihrem Sitz entfernen, weil sie daran scheinbar festgewachsen, festgeklebt, wie auch immer sind. So eine Ricarda Lang und wie der, ich weiß, wie der andere hieß, das sind jetzt Bauernfängeropfer. Die werden von den Grünen werden die geopfert oder vom Habeck und... Das war's. Im Endeffekt, da sind jetzt zwei Schuldige gefunden worden. Die sind jetzt dementsprechend des Platzes verwiesen worden. Dafür kommen zwei neue Pappnasen. Ob die es besser machen, bezweifle ich, weil ist ja grün. Steht ja oben drüber. Dementsprechend kann man schon vergessen. Und ich habe nichts gegen Umweltschutz. Ich habe nichts gegen irgendwo ökologisches Denken, wie auch immer. Aber es darf keine Ideologie werden. Und was die betreiben, ist einfach nur pure Ideologie. Ja, wenn man jetzt überlegt, was der Habeck hier angerichtet hat, also... alleine hier der Heizungshammer. Das war, also nach der Rede, nach der Aussage, die er danach getroffen hat, wir wollten mal gucken, wie weit der Deutsche bereit ist zu gehen. Danach hätte der Mann seinen Hut nehmen müssen, hätte den Platz verlassen müssen. Im Prinzip hat er einfach zugegeben, ja, wir wollten das einfach mal so testen. Aber was halt nicht gesagt wird oder was viele nicht sehen, ist, wie viel Wirtschaftsvernichtung stattfand. Richtig, viele richtig. Leute, die dann, die Immobilien wurden ja anders gerated, also genau, 30% Wertverlust an den Immobilien, das waren ja für viele ältere Menschen ist das die Altersvorsorge. Ganz genau, ne? Richtig. Ganz also genau. Das ist absolut verrückt. Das ist eine stille Enteignung ist das gewesen. Genau. Und im Endeffekt, das ist eine Straftat in meinen Augen. Diese Straftat müsste bestraft werden. Ich frage mich jederzeit, normalerweise müsste er sofort zurücktreten. Schlechtester Wirtschaftsminister der deutschen Geschichte wahrscheinlich. Richtig, genau. Ja, richtig. Ja, aber das ist halt eben, da gibt es so einen schönen Witz, ne? Warum gab es damals im Osten keine Grünen? Ja. Weil Bildung Pflicht war. Das ist die Wurzel allen Übels. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn man sich durch die mal durchguckt, wenn man sich die in ihre Lebensläufe anguckt, weiß man ganz genau, womit man es zu tun hat. Also, dass solche Leute über 83 Millionen Menschen in einem Land entscheiden dürfen, ist höchst fragwürdig. Ich als Elektriker darf kein Gebäude alleine installieren, obwohl ich es kann, obwohl ich das schon 20 Jahre mache. Ich darf es nicht ohne einen Meisterbrief. Und dann kommt... Also bist du Elektrikergeselle? Ich bin Elektrikergeselle, ganz klasse, genau. Richtig, großartig. Ja. Und ja, im Endeffekt Handwerk gelernt, ich liebe das Handwerk und ich verstehe, was ich da tue. Deswegen mache ich auch das, was ich da tue. Aber es gibt halt Leute, die wissen nicht, was sie da machen. Die haben das nicht gelernt und tun einfach und das sinnbefreit. Und das eher über die Köpfe von 83 Millionen Bürgern weg und darf es in meinen Augen nicht sein. Darf es nicht geben, ist... man bräuchte dementsprechend, also der Fachkräftemangel, den wir in Deutschland haben, der ist in der Regierung am schlimmsten. Ja, was sagst du zum Energiemix, was die heutzutage so vorantreiben, so als Elektriker? wenn man da sieht, hier werden halt Kraftwerke abgeschaltet, ohne einen Plan zu haben, wie man die Kraftwerke ersetzt. So. Das ist ja der größte Witz. Im Endeffekt, man macht Braunkohle, ne, der verpasst man einen grünen Stempel, um das dann irgendwo wieder so zu legitimieren und macht Atom tot, auf Deutsch gesagt. Ja. Man
die weltbesten Kraftwerke, ne, es sind wirklich, hier sind drei der weltbesten Kraftwerke abgeschaltet worden, weil man Angst vor den Dingern hat. Okay, man kann Angst haben, wenn man jetzt irgendwo in einem anderen Land wohnt, aber hier in Deutschland sind die Standards so hoch, dass da niemals irgendetwas passieren müsste. Und der Hit ist, mittlerweile sind sie im Norden von Europa, sind sie mittlerweile schon so weit, dass sie mit unseren benutzten Brennstäben, dass sie die da wieder verwenden können und können damit dann weiterhin Energie züchten. Ne? Und es ist irgendwo, ja, ist Ideologie. Ich nenne es einfach Ideologie. Und diese drei Kraftwerke, die da abgeschaltet wurden die letzten zwei Jahre, die könnten, halb Deutschland könnten die mit Energie versorgen. Und das ist halt eben das, ich weiß nicht, warum man es tut. Ich weiß nicht, warum man irgendwo mit Gas oder wie auch immer Energie... man fährt lieber mit Frachtern, Fracking-Gas, von Amerika nach hier. Richtig. Ja, anstatt... Ja. Das hat doch mit Umweltschutz nichts mehr zu tun. Das ist doch also komplett an einem grünen Gedanken vorbei, den der Habeck da irgendwo verfolgt. Und es ist sinnbefreit. Es ist einfach nur sinnbefreit. Es macht keinen Sinn. Und deswegen... Ich sag das jetzt nicht, weil ich sagen wollte, die Grünen müssen weg, definitiv, oder die ganze Ampel muss weg. Die müssen wir am besten direkt abrasieren, Neuwahlen und dann mal gucken, was kommt. Und was würdest du dir von einer Regierung wünschen? Also die Im Moment, ganz ehrlich, schwierig zu sagen. Blau hätte einen leichten Anteil dran, definitiv, weil die Blauen sind in meinen Augen leider, ne, die einzige Partei, die im Moment zu vielen Sachen die Wahrheit sagen. Schwarz schießt sich immer mehr ins Aus, auf Deutsch gesagt, wobei Schwarz auch eigentlich ja gute Grundsätze hat, aber das sind auch nur Fähnchen im Wind. Und die einzigen, die jetzt irgendwo vernünftig ja was fürs Volk tun würden, wäre, glaube ich, Blau, die AfD. Ich bin kein Freund von der AfD, weil sie haben ziemlich viele Seiten, die nicht gut sind, wo man auch ganz klar sagen muss, nein, mit dem Gedanken solltest du nicht an die Macht kommen, aber die anderen haben viel schlechtere Gedanken. Nur verkaufen diese besser. Und das ist dann eben das Problem. Ja, wir haben im Osten gehört, die AfD wäre dort beispielsweise für einen kostenlosen Meisterbrief. Was sagst du dazu? Das wäre für dich super, oder nicht? Nee, natürlich wäre das für mich super. Im Endeffekt wäre das für jeden, der es sich nicht leisten kann, wäre super. Wir würden den Fachkräftemangel quasi selber bekämpfen. Ne? Aber das ist halt eben, nee, warum soll man denn ein Recht auf Bildung? Wir haben alle ein Recht auf Bildung. Warum machen wir die Bildung so schwer zugänglich? Warum ist das so? Das sind Sachen, die... Das Spannende ist ja im Studium, so Bachelor und so weiter, kriegst du alles finanziert von der Regierung. Aber im Handwerk, wenn du sagst, du willst einen Meister machen als Geselle, da ist nicht so, ne? Genau, richtig. Und dann bist du mindestens 10 Mille los, bis dass du den dann hast, wenn den bestehst du beim ersten Mal. Ja. Und das ist halt eben eine Belastung, die konnte ich mir vor 15 Jahren nicht leisten. Und hab dann irgendwo auch danach gedacht, okay, komm, jetzt brauchst du nicht mehr versuchen, jetzt bist du so lange von der Schulbank weg. Und so ist es halt. Als Anlagenmechaniker weiß ich, da bezahlst du, glaube ich, 25.000 oder so. Ja, das kommt gut hin. Ja, das kommt gut hin. Also schon viel Geld. Ja. Und das habe ich so bei keiner anderen Partei bisher gesehen, dass sie sagen würden, die würden einem den... Die wirken dem Fachkräftemangel entgegen. Ja. Das ist halt eben das. Wir haben einen Fachkräftemangel, das ist ganz klar. Aber gut, wir öffnen dann lieber die Tür für 3 Millionen Einwanderer, nenne ich jetzt mal, die ja dann unsere neuen Facharbeiter werden sollen, die aber nicht wirklich jemals irgendwie, glaube ich, mit einem Hammer einen Nagel in die Wand geklopft haben, also die keinerlei technische oder berufliche Erfahrung mitbringen. Ja. Und sowas, ich habe nichts gegen die Menschen. Wenn sie irgendwo vor Krieg und wie auch immer fliehen, dann sollte man denen dementsprechend Schutz gewähren, wie auch immer, keine Frage. Aber wenn sie hinkommen und dann dementsprechend sich nicht an die deutschen Gepflogenheiten, an die deutschen Gesetze, an die deutschen Regeln halten, dann gibt es die erste Verwarnung, nach der zweiten Verwarnung müsste man denen den Koffer packen und müsste sie nach Hause schicken. So hart wie es ist, aber... Wenn ich irgendwo zu Gast bin, benehme ich mich wie ein Gast. Und man hat mir, als ich klein war, hat man mir beigebracht, wie man sich verhält, benimmt, wenn man ein Gast ist. Und sollte irgendwo normal sein, sollte gang und gäbe sein. Und wenn man das nicht kann, dann hat man leider die Chance, die einem Deutschland bietet, verwehrt. Meine Meinung. Ja, hier in NRW ist ja auch das Clan-Problem ziemlich groß. Ja, Essen ist jetzt mehrfach in die Schlagzeilen geraten. Ja, genau. Also erstmal mit dem Elisabeth-Krankenhaus, wo dann eben Mitarbeiter verprügelt wurden wegen einem Mitglied des Remo-Clans. Genau, da war auf einmal so ein Familienauflauf, so ein Familientumult, wo dann da, das habe ich im Radio gehört. Es sind Sachen. Da werden die aber nicht mehr Herr drüber. Sie trauen sich ja noch nicht mehr in die Gebiete rein, um da irgendwo dann mal was dagegen zu tun. Weil sie, ja gut, ich kann die Polizei verstehen, dass die sich da nicht reintraut. Ne? Also es sind politische Probleme, politisch gemachte Probleme und die Polizei wird damit irgendwo im Riss gelassen. Das sieht man oft genug in Solingen zum Beispiel. Im Endeffekt, es sind so viele Sachen, die eigentlich nicht passieren dürfen, die vor 10 Jahren noch komplett unexistent waren. Aber Mama Merkel hat ja gesagt, yes, we can, oder ja, wir schaffen das. Und yes, we can, das war der Obama, ne? Genau, richtig. Aber es ist ein Unding. Es ist wirklich ein Unding, was hier abgeht. Und da müssen wir was gegen tun. Deswegen sind wir hier, deswegen machen wir uns laut, deswegen, ne,
jeder. Das wird ja auch immer so der Arbeiterschaft, der Bevölkerung unten wird es überlassen, das dann irgendwie alles auszubaden. Richtig, ne? Richtig, also genau. Die sollen das dann halt alles finanzieren irgendwie, richtig, alles, genau, was die sich so vornehmen. Mhm. Und im Endeffekt sind wir dann die Gelackmeierten am Ende. Genau, so sieht es aus im Endeffekt. Ne? Dann schrauben wir die Steuern ein bisschen was höher. Und wo das Geld aber dann landet, ist ja dann noch die fragwürdige Sache, weil Deutschland ist kaputt gespart worden. Die Infrastruktur von Deutschland hat gelitten. Haben wir letztens gesehen, ja, Dresden-Carola-Brücke. Genau. Ja, genau, richtig, ganz genau. Und das sind halt so Sachen. Der Bürgermeister ist kein Handwerker, Arbeiter, sondern gelernter Diplom-Soziologe. Er ist von den Grünen. Er ist von den Grünen, also das ist halt schon wieder spannend. Okay, erklärt wieder alles, ne? Das, ja. Also es ist so spannend, wirklich, das ist also... Nee, da fehlen halt die Worte. Also, sollte... Nee, also im Endeffekt, das ist wie in der Bundeswehr. Ne? Es sollte jetzt ein Kriegsminister sollte ein ehemaliger General sein. Ein Gesundheitsminister sollte ein renommierter Arzt oder Professor sein, aber jetzt nicht Klabauterbach oder wie man ihn auch immer nennen möchte. Es sollte wirklich fachspezifisches Personal für unsere Regierung gesucht werden, um solche Missstände abzuschaffen. Und dann sollte vielleicht das Geld, was von Deutschland erwirtschaftet wird, sollte auch in Deutschland reinfließen. Es sollte nicht irgendwo, ja, Fahrradwege in Peru beispielsweise, ist ein so ein Ding. Ne? Ich habe nichts gegen Fahrradwege in Peru, ne? Gar keine Frage. Aber nicht, wenn wir darunter leiden, nicht, wenn unsere Infrastruktur leidet. Wir hatten hier vor 80 Jahren hier einen Krieg, inszeniert von einem Österreicher. War nicht gut, war nicht toll, was da passiert ist, wie auch immer. Aber das ist abgedingt. Da kann ich nichts mehr für. Mein Vater konnte da schon nichts mehr für. Dem sein Vater konnte dafür auch schon nichts mehr, weil er da gerade geboren wurde. Und das sind halt so Sachen. Irgendwann sollte die Geschichte ruhen und man sollte einfach nur nach vorne gucken und sollte weitermachen. Aber man sollte nicht auf all dem rumreiten, was irgendwann mal passiert ist. Also du sagst auch mehr Handwerker, Mittelstand in die Politik und hier mal wieder Leute, was verändern. Leute, die sich auskennen. Leute, die Ahnung haben. Richtig, ganz genau. Leute, die wissen, was sie da tun. Und nicht irgendwelche Leute, die dann 5 Berater brauchen, um... ja, zu erkennen, dass man die Glühbirne nach links losdreht, zum Beispiel. Also, man sollte schon grundsätzlich Bescheid wissen von dem, was man da tut. Wir danken dir vielmals.